Ja, auch von mir einen guten Morgen, Shalom, oder auf Aramäisch Shlomo, oder auf Deutsch Friede sei mit dir. Schön hier zu sein. Und es ist einfach erstaunlich und wunderbar zu sehen, jedes Mal, wenn ich hierher komme, sind immer wieder neue Gesichter da. Es sind immer wieder neue Geschwister da, die strahlen. Und dann habe ich gerade ebenso an den Vers gedacht, wo in Apostelgeschichte 2 der Herr sagte, der Herr fügte in die Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollen oder gerettet wurden. Ja, damals wie die Arche, jeder, der eingestiegen war, wurde gerettet. Und dieses Schiff haben nicht die Menschen gebaut, die ja, die Predigt von Noah gehört haben, sondern der Herr hat den Auftrag den Noah gegeben, die durften einfach einsteigen und sich retten lassen, nachdem sie ihren Zustand, Sünden bekannt haben und eingestiegen sind. So ist das ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus, was er für uns am Kreuz getan hat. Er hat alles getan und er hat gesagt, es ist vollbracht. Wir dürfen uns von ihm retten lassen und in die Gemeinschaft kommen, in die Gemeinde kommen. Ich möchte auch noch kurz beten, ihr könnt sitzen bleiben. Herr Jesus, ich will dir einfach danken, Herr, was du hier in dieser Gemeinde tust. Danke, Herr Jesus Christus, für so viele wunderbare Geschwister, die hierher kommen, ja, um dein Wort zu hören, um dir zu dienen, um dich zu preisen. Vielen Dank dafür, Herr. Danke, ja, dass ich das erleben darf, dass dein Geist hier anwesend ist, Herr Jesus. Und ich bitte dich jetzt vom ganzen Herzen, dass du auch mich schwachen Menschen nutzt für dein Wort, dass dein Wort wirklich tief in unser Herzen verankert wird. Wir wollen von dir hören, was du zu sagen hast. Wir geben dir jetzt schon die Ehre, was du tun willst, Herr Jesus. Amen. Amen. Ja, der Bruder Sarhan hat gefragt, welches Thema. Normalerweise bei uns in der Gemeinde sagen wir nicht, welches Thema, damit der Bruder, der nach vorne geht, der die Begrüßung macht, einfach vom Geist geleitet wird. Aber das geht auch so. Ja, Thema Ehe, also Mann und Frau aus biblischer Sicht. Ehe aus biblischer Sicht. Wenn wir da draußen jetzt so eine Umfrage machen würden in der Stadt, bei uns in Gießen, einfach auf die Menschen gehen würden, fragen würden, was denken Sie, was ist Ehe, was bedeutet Ehe? Und ich habe wirklich viele Leute gefragt und da kommen die komischsten Antworten. So aus dem Bauchgefühl heraus, jeder antwortet anders. Ja, und heute gibt es ja Ehe in allen Formen da draußen. Mann mit Mann, Frau mit Frau. Und das Heftigste, was ich jetzt gelesen habe, war vor ungefähr 2 Monaten in den USA gibt es jetzt die Möglichkeit, dass Menschen ihre eigenen Haustiere heiraten, offiziell. Ja, wenn wir so da draußen fragen, was ist Ehe, ne, dann kommen die komischsten Antworten. Manche sagen, ich bin ja mit einer Frau oder mit einem Mann zusammen längere Zeit und wir haben schon Kinder und das ist Ehe, ne? Einfach so automatisch. Manche sagen, ich muss gar nicht irgendwie zu Standesamt, es ist okay so, wenn wir miteinander leben. Es sind die unterschiedlichsten Antworten, so was der Mensch in seinem Gedanken denkt, was Ehe ist. Und viele Christen sogar, wiedergeborene Christen, sagen, ja, ich weiß, was Ehe ist. Ich habe Epheser 5 gelesen und da steht ganz klar und deutlich, ich soll über meine Frau herrschen. Habe ich auch schon gehört. Ja? Dass man Bibelverse nutzt, um über die Frau zu herrschen. Andersrum aber gibt es auch Männer, die auf ihre Leitungsfunktion, was der Herr ihnen gegeben hat, einem Christen, darauf verzichten und einfach alles so der Frau hinterlassen. Und wiederum gibt es Schwestern, die sagen, ich ordne mich meinen Mann erst unter, wenn mein Mann mich liebt, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich hingegeben hat, danach werde ich mich unterordnen. Also wir haben alles Mögliche an ja, Gedanken oder Vorstellungen, was die Ehe ist. Aber es ist so gut, dass wir als Kinder Gottes uns keine Vorstellung machen müssen, wie wir als Christen leben sollen, was eine Ehe ist, was eine Gemeinde ist, ja, was ein Mann nach Herzen Gottes ist, was eine Frau nach Herzen Gottes ist. Wir müssen keine Vorstellungen machen. Das sage ich immer wieder. Unsere Vorstellungen, unser so Bauchgefühl, unser Verstand ist nicht Gott. Das ist nicht der Herr. Das müssen wir unterscheiden. Aber was sagt die Bibel jetzt zu der Ehe? Können wir jetzt langsam einsteigen?
Die Ehe ist eine Erfindung von Gott und nicht von Menschen. Doch bevor der Herr die Ehe eingesetzt hat, natürlich musste zuerst der Mensch erschaffen werden. Das ist ja logisch. Gott hat den Menschen erschaffen. 1. Mose 1, Vers 26. Gott sprach, 1. Mose 1, also ihr habt keinen Beamer, also sehr gut, hat jeder seine Bibel, noch besser. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und wir sehen hier sofort dieses Wort uns, lass uns Menschen machen. Damals gab es keinen Menschen auf der Erde, es gab keine Tiere auf der Erde, es gab niemand auf der Erde. Mit wem spricht der Herr hier? Wir sehen sofort in dem ersten Kapitel der Bibel und direkt in dem ersten Vers sehen wir die Dreieinigkeit Gottes. Ja, vielleicht können wir aufschlagen, 1. Mose 1. 1. Mose 1. Am Anfang schuf, bei euch steht wahrscheinlich Jahwe, am Anfang schuf Jahwe die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir sehen sofort, also am Anfang steht, bei mir steht Gott, Gott der Vater, der Heilige Geist und auch sein Wort. Alle drei zusammen direkt in den ersten Vers der Bibel, in den ersten zwei Verse. Gott, Hebräisch, ist ja Plural Elohim. Elohim ist also Mehrzahl, mindestens zwei. Oder in Jesaja 6, 8 heißt es, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Wieder Mehrzahl. Ne? Dann haben wir hier, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Heilige Geist ist Gott. Nur ein Vers, also das ist nicht unser Thema jetzt, die Dreieinigkeit. Ich habe nur einen Vers rausgesucht. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, also der Heilige Geist. In Apostelgeschichte 5, Verse 1 bis 4, wir kennen die Begebenheit, wo Ananias und Sapphira ein Grundstück verkauft haben und einen Teil des Geldes für sich behalten haben. Dann der Petrus hat die gefragt, wie das so abgelaufen ist. Wir können ja lesen, 1 bis 4. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschaffen hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt, warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Wir lesen erst, warum hast du den Heiligen Geist belogen? Und dann sagt er ganz unten, du hast Gott belogen. Der Vater ist Gott, Heiliger Geist ist Gott und sein Wort, der hat durch das Wort hat er alles ins Dasein gerufen. Und in 1. Mose 1 steht, er sprach, Gott sprach. Und in Offenbarung 19, 11 bis 13, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus Christus, das Wort Gottes, durch den Sohn, durch sein Wort hat er alles ins Leben gerufen. Wir haben die Dreieinigkeit direkt in den ersten Versen. Jetzt machen wir mit unserem Thema weiter. Gott hat in 6 Tagen die Erde erschaffen und am 6. Tag schuf er den Menschen. 2. Mose machen wir jetzt auf. 1. Mose 2. 1. Mose 2. Sieben. 1. Mose 2, Vers 7.
Und Jahwe machte den Menschen aus Staub vom Erdboden und er blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott hat den Menschen am sechsten Tag erschaffen, die Schöpfung erschaffen und dann die Krönung obendrauf, den Menschen, dass er über alles herrscht. Jetzt kommen wir zu 1. Mose 2, 18 bis 23, wie die Frau erschaffen wurde. 1. Mose 2, 18 bis 23. Und Jahwe sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe, da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Jahwe einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Jahwe bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Gott, der Herr, hat Adam erschaffen. Und dann hat er ihn in einen tiefen Schlaf gebracht und hat eine Rippe genommen und hat die Frau erschaffen. Wenn wir das, was wir hier lesen, da draußen erzählen, haben wir gestern gehabt auf der Straße, da kam ein Wissenschaftler, der hat gesagt: So ein Quatsch, das glaubt kein Mensch, das kann mein Verstand nicht aufnehmen, ich so meine auch nicht, aber ich glaube das, ich glaube, was hier steht. Ich so, der Beweis dafür, dass die Bibel recht hat, ist, sie haben keinen Frieden. Ich habe Frieden in Christus. Das ist der allerbeste Beweis, dass die Bibel recht hat. Na? Aber der hat sich nicht überzeugen lassen. Ich habe auch so ein Buch gegeben über die Wissenschaft und die Bibel. Er war zu stolz, das anzunehmen. Leider, mein Volk geht um aus Mangel von Erkenntnis. Ja, also der Herr ist der Schöpfer. Der hat alles erschaffen. Sonne, Mond, Sterne, alles Sichtbare hat der Herr erschaffen. Dann lesen wir in 1. Mose 2, 24: Darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und genau hier sehen wir, wie der Herr die Ehe eingesetzt hat. Gott hat die Ehe eingesetzt. Nicht die Regierung, nicht der Menschenverstand, nicht irgendwelche Ideologien, also irgendwelche Gedanken vom Früher, was vor 2.000, 3.000 Jahren waren. Nicht eine Geschichte, sondern Gott, der Herr, hat die Ehe eingesetzt. Und wir haben jetzt in 1. Mose 2, Verse 21 bis 23 gelesen, dass die Frau durch den Mann aus seiner Rippe gemacht wurde. Und in 1. Korinther, jetzt 11, 12, heißt es: Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Die Frau kommt von dem Mann. Es ist wieder jetzt ein Vers, wo wir sagen, ja wie? Normal, die Frau wird schwanger und bekommt Kinder. Aber das ist geistlich hier zu verstehen. Die Frau kommt von dem Mann, aus der Rippe. Der Mann wurde zuerst erschaffen und dann die Frau. Dazu aber gleich ein bisschen mehr. Und das hier, wir wissen, die wir hier sitzen, hoffe ich alle, dass es ein Bild ist auf Christus und die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Wie ist sie entstanden? Durch sein Blut am Kreuz. Durch sein Blut am Kreuz. In Apostelgeschichte 20, 28, hier geht es eigentlich geht's um die Ältesten, aber Ende des Verses sehr interessant. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch
zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Jesus ist Gott. Gott wurde Mensch mit seinem eigenes Blut. Das ist eine Stelle, wo man schon die Zeugen Jehova-Lehre widerlegen kann. Mehr brauchen wir nicht zu sagen. Jesus ist Gott. Mit seinem eigenes Blut hat er sie erworben, die Gemeinde. Und im Alten Testament wissen wir, dass es noch so ein Geheimnis war. Viele konnten wahrscheinlich jetzt, wenn wir diese Verse hätten und damals vorgelesen hätten, ja, wenn die Möglichkeit da wäre, dann hätten die gesagt, ja, wir verstehen das. Es ist ein Geheimnis gewesen, dass die Gemeinde die Braut Christi ist und dass er sie mit seinem eigenen Blut erworben hat. Im Neuen Testament wurde das offenbart. Jetzt kommen wir in Epheser. Das sind alles bekannte Stellen. Epheser 5, 30 bis 32. Epheser 5, 30 bis 32. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Im Alten Testament haben wir die Schattenbilder, im Neuen Testament das Wesen, das Originale. Ja, wenn ich so meine Hand hier hinmache, hier haben wir einen Schatten, ja, man erkennt das nicht so gut. Ich könnte jetzt, keine Ahnung, weißes Haut haben, schwarze Haut haben, aus Afrika kommen, hier in dem Schatten würde man das nicht sehen. Aber wenn man das Wesen ansieht, dann erkennt man das. Und deswegen war das ein Geheimnis im Alten Testament. Adam und die Frau erschaffen aus der Rippe, also die Frau wurde erschaffen aus der Rippe Adams, Christus und die Braut teuer erkauft durch das Blut des Lammes. Das ist das Wesen, Schatten und Wesen. Jetzt kommen wir zu unserem Predigttext. Epheser 5, Verse 22 bis 33. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als den Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sie sich selbst, die Frau, aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ja, wenn wir das so lesen, wir sehen, dass dieses Geheimnis offenbar wurde. Wir sehen aber auch, dass die meisten Anweisungen an den Mann gehen. Dass die meisten Anweisungen, die auch nicht einfach sind, an den Mann zuerst gehen. So wie damals, der Herr sprach zu Adam. Er hat zu Adam gesagt, du sollst von den beiden Bäumen nicht essen. Du, da steht nicht ihr. Ich habe das erst gestern nochmal gelesen. Er hat zu Adam gesprochen. Natürlich durfte die Frau auch nicht essen, aber der Herr hat zu ihm gesprochen. Die Anweisungen gehen die härtesten an den Männer. Die Messlatte ist extrem hochgesetzt für uns Männer. Gleich dreimal lesen wir in Verse 25, 28
und 33. Der Mann wird aufgefordert, seine Frau zu lieben. Dreimal gleich. Hier ist übersetzt mit Agape-Liebe. Nicht einfach lieben, ja, so nach Gefühl oder nach Laune oder nach so wie meine Frau zu mir ist. Da draußen heißt es, so wie du mir, ich dir. Das ist keine Agape, ist bedingungslos. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich hingegeben hat, bedingungslos, geht ja auch gar nicht. Er starb für uns, als wir Sünder waren. Welche Bedingung sollte er an uns stellen? Wenn ich noch Sünder bin, wenn ich ihn nicht kenne, wenn ich nicht in Verbindung zu Gott bin, wenn ich nicht an ihm rankommen kann, welche Bedingung? Zuerst hat er den Schritt gemacht, hat sein Leben für uns gegeben. Deswegen heißt es in Kolosser 3,19, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Warum steht das, seid nicht bitter gegen sie? Habt ihr euch schon mal die Männer Gedanken gemacht? Ich soll meine Frau lieben und nicht bitter gegen sie sein. Irgendwie passt das nicht, oder? Das passt. Wie viel Kummer bereite ich meinem Herrn? Wie oft bin ich seinem Wort ungehorsam? Wie oft zeigt der Herr mir bestimmte Stellen aus der Schrift oder spricht durch einen Bruder oder durch eine Predigt, durch eine Begebenheit, durch Ungläubige manchmal und ich erkenne da etwas in meinem Leben, was verändert werden sollte und ich mache es nicht. Wer kennt das? Der Herr erwartet von uns nicht, dass wir die ganze Schrift komplett auslegen können, erkennen können, alles wissen, das geht gar nicht. Aber er erwartet von uns eine Sache. Das, was du erkannt hast, mach es. Und wie oft machen wir das? Leider nicht so, wie es sein sollte. Und ist der Herr bitter gegen uns? Merken wir seine Bitterkeit so, irgendwie kommt von irgendwo so ein Stock, eine Rute von oben auf dem Kopf direkt, weil wir auf ihn nicht hören? Ist der bitter auf uns? Seine Gnade währet ewiglich. Bei mir steht seine Güte. Seine Güte, seine Gnade. Das Wort Güte kommt ja von gut. Also Gott ist gut. Egal wie meine Lebensumstände aussehen, egal durch welchen finsteren Tal er mich gerade gehen lässt, egal wie hoffnungslos mein Zustand aussieht, er ist gut. Er bleibt gut. Er bleibt gut, weil er hat einen Plan und er will zum Ziel kommen durch seinen Plan in dein Leben. Ein Bruder hat mal was Gutes gesagt, das war letztens im Status. Es ist manchmal besser, dass Gott unser Gebet nicht erhört und mein Leid aufhören lässt, sondern dass er mit dem Leid, warum er zugelassen hat, zum Ziel kommt. Es ist manchmal besser, wenn er mein Gebet nicht erhört, wenn ich mitten im Leid bin, sondern dass er zum Ziel kommt, warum er dieses Leid in mein Leben gelassen hat. Und er ist immer noch nicht bitter gegen uns. Also ich bin ganz weit davon entfernt. Ich muss sagen, manchmal lasse ich mich vom Geist leiten und manchmal nimmt meine Emotionen, mein Fleisch überhand, dann bin ich bitter innerlich. Auch wenn ich jetzt nichts Negatives sage, man muss ja nicht Negatives sagen, so gegen die Ehefrau, ja, aber es ist sichtbar. Wenn Kälte da herrscht, ja, dann vergesse ich in dem Moment, dass mein Herr mit mir auch nicht bitter ist, dass er mich mit Agape-Liebe liebt, dass er mich erbauen will, aufbauen will. Kolosser 3,19, seid nicht bitter gegen sie. Warum haben wir versucht jetzt, ja, zu verstehen. Aber ich denke auch, wenn ich meine Frau bedingungslos liebe, wenn ich mich hingebe, wenn ich mich komplett hingebe, wenn ich sie ehre, schätze und trage und es kommt nicht das Gleiche zurück, sondern dass meine Frau das dann anders das zurückgibt, ja, in der Kindererziehung, zu Hause, mich die Kinder pflegt und
es ist so viel Arbeit, das ist auch ein Riesendienst. Ein Riesendienst, was eine Frau zu Hause für die Familie macht. Vielleicht zeigt sie das auf diese Art. Und ich erwarte vielleicht, ja, dass sie das auch wie meine Art zeigt, ja. Dass ich so ihr Blumen bringe, dass ich sage, ich liebe dich, ja, mache ich sehr gerne. Aber wenn ich erwarte, dass sie das Gleiche auch mit mir macht und es kommt nichts zurück, ich soll nicht bitter sein. Das verlangt er. Wir können dem Herrn nicht geben, was er für uns getan hat. Wir können ihm nicht zurückgeben. Keiner von uns. Er ist nicht bitter gegen uns. Viele, bevor die heiraten, sagen, ich muss ihn erst lieben, das ist jetzt für die Nicht-Verheirateten, ich muss ihn erst lieben, dann kann ich heiraten. Das ist falsch, weil du kennst die Person gar nicht, die du heiratest. Wie kannst du ihn lieben? Der zeigt sich von seiner besten Seite. Ja, der pflegt sich und macht alles und geht, keine Ahnung, viermal zum Friseur, bevor der dich trifft im Monat und so weiter. Er zeigt von seiner, das ist Show meistens. Man wirbt um die Frau, man zeigt seine beste Seite, aber ich kenne doch die Person nicht, zwei Fremde heiraten. Man kann, keine Ahnung, ja, einander kennen, ein halbes Jahr, ein Jahr, einander besuchen, einander treffen, wo ein Bruder oder Schwester dabei sind. Aber man kennt einander nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Zwei Fremde heiraten einander. Und obwohl man einen Fremden heiratet, weil man sich erst in der Ehe kennenlernt. Man lernt sich in der Ehe erst kennen. Nur der Herr kennt uns durch und durch. In Apostelgeschichte 1,24, als Judas sich aufgehangen hatte und die haben einen Apostel gebraucht, den 12. nochmal, dann haben die ihn losgeworfen. Und da steht in 1,24b, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen du von diesen beiden erwählt hast. Kenner aller Herzen, nur er kennt die Herzen, wir kennen die Herzen nicht. Und deswegen zwei Fremde heiraten. Manche wollen so lange nicht heiraten, bis der perfekte Ehemann oder die perfekte Ehefrau kommt. Ich warte noch, bis die perfekte kommt. Da kann ich leider sagen, da kannst du lange warten. Da kommt vielleicht Nikolaus oder der Weihnachtsmann zuerst. Aber da perfekte gibt es nicht. Perfekte Ehemann, perfekte Ehefrau gibt es nicht. Man wird in der Ehe geschliffen. Der Herr schleift uns in der Ehe. Der macht uns ihm ähnlicher. Durch Situationen, durch Nöte, durch Streit, durch Probleme im Leben. Er schleift uns, ihm ähnlich zu werden. Man wird während der Ehe geschliffen. Durch Geduld miteinander. Wie oft müssen wir lernen, Geduld miteinander auszuüben? Dass wir nicht immer sofort das sagen, was unsere Emotionen in dem Moment uns ja, sagen innerlich. Oder was der Satan vielleicht in mein Ohr flüstert. Siehst du, jetzt hat sie das wieder gemacht. Oder er hat das wieder gemacht. Siehst du, er liebt mich doch nicht so. Wenn er mich lieben würde, dann würde er das und das nicht sagen. Oder sie würde das und das nicht machen. Wer kennt das nicht? Das ist Lüge des Satans, um Streit zu erzeugen. In der Ehe wird man geschliffen, auch durch einander Vergebung zu sprechen. Wann hast du das letzte Mal zu deiner Frau gesagt, vergib mir, ich möchte mich bei dir aufrichtig entschuldigen, das war meine Schuld. Wenn es noch nie der Fall war, dann bist du ja immer noch fehlerfrei, sündfrei, das ist ja unmöglich. Na, da müssen wir uns prüfen. Wir werden geschliffen in der Ehe durch Geduld, durch Vergebung, durch Evangelium. Man muss sich immer wieder selbst das Evangelium sagen. Wenn man seine eigenen Sünden und Fehler sieht, dann hat man mehr Gnade mit dem Partner oder Partnerin. Wenn ich meinen Zustand erkenne und auf das Kreuz schaue und an das Evangelium denke, dass ich durch das Evangelium errettet bin, dann habe ich mehr Gnade und Geduld mit meinem Partner und Partnerin. Also es gibt den Perfekten nicht und die Liebe auf den ersten Blick
hört sich zwar sehr romantisch an, ist aber leider nur auf Gefühle basiert oder in Filmen, Serien. Heute sind die Gefühle da, morgen nicht. Das ist sehr wetterwendig. Liebe ist auch kein Gefühl, dass ich sage, oh, jetzt habe ich jemanden gesehen, auf den ersten Blick bin ich verliebt. Ja, ich habe so Schmetterlinge im Bauch. Liebe ist aber kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Christus hat sich für dich entschieden. Er hat seinen Thron im Himmel verlassen. Er ist auf diese Erde gekommen. Er ist für dich gestorben und er hat sein Leben für dich freiwillig gelassen. Das war eine Entscheidung. Johannes 10, 18 bis 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Der Herr hat sich für dich entschieden. Nicht vom Gefühl heraus, weil er diese Agape-Liebe hat, diese bedingungslose Liebe. Vielleicht denken manche Männer jetzt, ja, aber das ist jetzt mit Zwang oder Druck, ich soll jetzt meine Frau lieben. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann bist du verpflichtet, deine Frau zu lieben. Und da gibt es auch kein Ja, aber. Da kommt ein Punkt. Also ich bin verpflichtet, meine Frau zu lieben. Punkt. Immer wenn ein Aber dahinter kommt, da ist Unglaube meistens da. Ungehorsam meistens da. Da steht nicht, liebe deine Frau, wenn sie dich liebt. Oder liebe deine Frau, wenn sie sich erst unterordnet. Dann dürfte der Herr Jesus mich auch nicht lieben. An mir ist nichts Liebenswertes. Ohne den Herrn in mir, ohne den Geist Gottes in mir, wie David gesagt hat, das ist keine falsche Demut oder so Show hier von vorne, damit die sehen, ich bin ein toter Hund. Ohne den Geist Gottes, ich bin verloren. Für immer und ewig, alle Zeiten. Dann dürfte er mich auch nicht lieben. Wie viel Kummer habe ich ihn bereitet? Wir alle hier, die wir sitzen. Und immer noch bereiten. Na? Er ist der Schöpfer. Er hat dich in deinem Mutterleib gebildet. Er hat uns das Leben geschenkt. Er hat uns errettet. Und er erhält uns am Leben jetzt gerade. Das noch dazu. Also wenn er jetzt sich zurückzieht, mein nächster Herzschlag wäre nicht mehr da, nächster Atem wäre nicht mehr da. Er erhält uns auch am Leben. Ist uns das bewusst? Also liebe deine Frau, du bist verpflichtet, deine Frau zu lieben. Der Mann ist auch verpflichtet, seine Frau und die Kinder als Haupt in der Ehe geistlich anzuleiten. Das sage ich zuerst zu mir. Und ich werde immer wieder überführt. Immer wieder überführt, ja. Wenn ich zum Beispiel in der Woche zu wenig Zeit mit den Kindern gehabt habe, zu wenig Andacht gemacht habe, ja, da werde ich immer überführt. Da sage ich, ja, du gehst deinen Pflichten jetzt nicht nach. Welche Prioritäten hast du gesetzt diese Woche? Es ist ganz wichtig, in allen Lebensbereichen anzuleiten. Und nicht nur mit Andacht. Die beste Predigt ist, das Evangelium zu leben. Zu leben, selber zu leben. Das ist die beste Predigt, ohne Worte. Man kann ohne Worte die Kinder und die Frau gewinnen für Christus. Sie erbauen. Jetzt kommt eine Frage, die ich schon manchen Brüdern gestellt habe, in einem Kreis letztens. Und nach der Frage gingen alle Köpfe runter. Nach dieser Frage gingen alle Köpfe runter. Und ich habe keine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, wir waren 8 oder 10. Ich habe keine Antwort bekommen auf diese Frage. Und man muss immer erst selber leiden, selber seinen Zustand erkennen, selber sehen, dass ich noch nicht an dem Punkt angekommen bin, dass ich sagen kann, boah, ich lebe so, dass der Herr Wohlgefallen an mir hat. Dann kann man auch die anderen ermutigen. Und die Frage war, das geht an die Männer. Wie sieht es bei dir aus mit deinem Gebetsleben, mit deiner Frau zusammen? Wann hast du das letzte Mal mit deiner Frau zusammen gebetet?
nimmst du dir die Zeit, mit deiner Frau zu beten? Wir haben gelesen, der Mann ist verpflichtet, die Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sein Leben gegeben hat, und sie anzuleiten, geistlich anzuleiten, nicht andersrum. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Ich wurde sehr oft überführt, sehr oft. Also wir haben immer Höhen und Tiefen, leider mehr Tiefen, aber ich darf es immer wieder erkennen und immer vor dem Herrn bringen und sagen, Herr, hier bringe ich dir mein Problem. Ich möchte. Jetzt die nächste Frage. Vielleicht denkst du jetzt innerlich, ja, sie will nicht. Oder sie wird Nein sagen. Die nächste Frage. Hast du sie gefragt in Liebe, dass du jetzt schon sagen kannst, sie würde Nein sagen? Hast du deine Ehefrau gefragt, möchten wir miteinander beten? Es muss jetzt kein Plan gemacht werden. Ja, so, wir beten jetzt dienstags, Mittwoch. Nein, aber bist du auf deine Frau zugegangen, einfach ehrlich, vielleicht wer Kinder hat, die Kinder im Bett sind, und sagen, lass uns miteinander beten. Ich habe Sehnsucht, mit dir zu beten. Ich habe Sehnsucht, mit dir Gemeinschaft zu haben. Wenn sie dann Nein sagt, dann okay, dann bist du freigesprochen jetzt. Wenn du es aber nicht getan hast, dann möchte ich dich ermutigen. Bete zuerst für dich, tu Buße darüber und geh auf deine Frau zu. Weil der Herr wird von mir und von dir, lieber Bruder, nach Rechenschaft, also der wird Rechenschaft fordern von dir vor dem Richterstuhl Christi. Diese Punkte werden meiner Meinung nach, steht nicht wortwörtlich, erwähnt. Warst du wirklich ein geistlicher Führer zu Hause? Und sie wird Ja sagen, wenn sie dich vorher die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre selber beim Gebet gesehen hat, selber beim Wortstudium gesehen hat, selber die Freude mit dem Herrn gesehen hat, dann wird sie auch Ja sagen. Weil der Herr Jesus hat nie etwas von seinen Jüngern verlangt, was er selbst nicht gemacht hat. Das wäre Heucheln. Die Messlatte ist sehr hoch. Wir kommen jetzt zu den Schwestern. Bei dem Mann ist die Messlatte sehr hoch. Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst hingegeben hat. In Epheser 5, 22 bis 24, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als den Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allen. Wenn wir dieses Wort nehmen, Unterordnung, ist da draußen nicht beliebt. Wir wissen das. Dieses Wort Unterordnung. Also viele haben Allergien gegen Nüsse, gegen Äpfel und so weiter. Und die Welt hat Allergie gegen dieses Wort Unterordnung. Da siehst du sofort einen Ausschlag. Also Gesicht wird rot bei den meisten. Ja, so Zorn, Wut, das sind die Symptome von dieser Allergie. Die meisten wollen nicht hören. Dieses Wort Unterordnung ist ganz schlimm. Aber wenn du jetzt fragst, eine Frau zum Beispiel, die in einem Büro arbeitet und die Chefin ist eine Frau und da arbeitet eine andere Frau und dann fragst du, ja, musst du dich unterordnen, deine Chefin? Dann sagt sie, ja. Wir haben Unterordnung, gibt es überall, überall. Aber sobald wir das mit der Bibel verbinden, da kommt so eine allergische Reaktion, weil da steht auch in allem. Und wenn man jetzt nur bis hier lesen würde, wenn man nur diese Stelle lesen würde und einen Punkt setzen würde, ohne auf Kontext zu schauen, dann wären wir bei welcher Religion? Bei Islam. Unterwerfung. Aber Gott sei Dank sind wir nicht dort. Wir sind hier in der Bibel, das Wort des lebendigen Gottes, was uns anweisen will. Was bedeutet das Unterordnung? Was heißt es ganz genau? Hier gibt es zwei Punkte, was ich aufgeschrieben habe. Die Ehe ist ein Bild von Christus und seine Braut, das ist der erste Punkt. Christus und seine Frau. Und die Gemeinde soll sich Christus unterordnen. Der zweite Punkt ist die Schöpfungsordnung. Das ist
Sehr wichtiger Punkt. Der erste Punkt ist auch wichtig. Die Schöpfungsordnung, 1. Korinther 11, Verse 1 bis 16. Wir lesen das erstmal. Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jedermann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Kopf, der schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen. Wenn es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren hat, so soll sie sich bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen, die gerade zuschauen. Doch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so ist auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Urteilt bei euch selbst. Steht es eine Frau wohl, dass sie unbedeckt vor Gott betet? Lehrt euch nicht die Natur selbst, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Das Haar ist ihr als Schleier gegeben, ist aber jemand unter euch, der darüber streiten will, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben und die Gemeinden Gottes auch nicht. Die Schöpfungsordnung Gottes. Gott der Vater, Christus, Adam und die Frau. Diese Reihenfolge, diese Ordnung, bist du damit einverstanden? Wenn du Amen dazu sagst, dann sollen wir das in unser Leben sichtbar werden lassen, indem die Männer ihre Frauen lieben und die Frauen sich den Männern unterordnen. Da sage ich Amen, ohne dass ich das ausspreche. Wenn ich damit einverstanden bin, zu dem ganzen Text, dann muss ich sagen, ja Herr, ich glaube, was hier steht. Ich glaube, ja, Gott der Vater, Christus, Mann, Frau, ich füge hinzu, Kinder. Ne? Dann muss ich das auch ausleben. Das muss es in meinem Leben sichtbar, sein zu Hause. Wenn eine Frau sich nicht unterordnet, so ist es in den meisten Fällen. In den meisten Fällen hat das nicht mit dem Mann zu tun. In den meisten Fällen. Weil viele sagen, ja, also auch in Seelsorgegespräche, wir suchen immer sofort das Problem bei dem Mann, weil es gibt auch leider so, dass der Mann wirklich der Frau keine Liebe zeigt und so. Aber in den meisten Fällen hat das nicht mit dem Mann zu tun, weil manche sagen, ich würde mich ja unterordnen, also manche Frauen, wenn mein Mann mich so wie Christus und seine Gemeinde geliebt und sich hingegeben hat, dann würde ich ihn lieben. Das ist aber falsch. Das gibt die Schrift nicht her. In 1. Petrus 3, 1 bis 6, hier geht es sogar um Ungläubige, hier steht, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihre Frauen ohne Worte gewonnen werden. Das ist hart. Ja? Wir sagen nicht, wir würden nie auch die Empfehlung geben, wenn der Mann jetzt irgendwie handgreiflich ist oder wenn er trinkt, wenn er Drogen nimmt, wenn er sie schlecht behandelt, dann empfehlen wir erstmal eine Trennung, also von der Wohnung raus, ja, also keine Scheidung, und dass man erstmal für sie betet, für den Mann betet. Ne? Aber trotzdem soll die Frau, auch wenn sie in getrennte Wohnungen wohnen, den Mann lieben, ehren, schätzen und nicht irgendwelche Wörter hinterher schmeißen. Das ist ganz wichtig. Hier geht es um den Ungläubigen, weil da steht, die nicht an das Wort glauben. Ne? Wie viel mehr, wenn beide gläubig sind? Wie viel mehr? Was können aber Gründe sein, dass der Mann die Frau nicht so liebt, wie es sein soll, und dass die Frau sich nicht unterordnet? Was können, es gibt viele Gründe, aber also meistens, was ich so aus den Gesprächen
herausgehört habe, ist, kann man ein Kreuz hinstellen ohne den Balken, was waagerecht ist? Kannst du einfach hier ein Kreuz hinstellen? Geht nicht. Du brauchst erst den senkrechten und dann kann man den waagerechten hinstellen, oder? Okay, wir brauchen erst diesen hier, die Verbindung von uns zu unserem Heiland nach oben. Wenn die Verbindung stimmt, wenn die Verbindung zwischen mir und Gott stimmt, dann wird auch die stimmen, von mir zu meiner Frau. Von mir zu meiner Frau. Wenn das nicht da ist, die erste Beziehung, also die Beziehung zum lebendigen Gott, wenn ich Gottes Wort gar nicht lese oder mich betrüge, ja, so diese Häkchen machen, so, jetzt habe ich die Losung gelesen heute, ja, ein bisschen mich mit Gott beschäftigt, 5 Minuten, das reicht nicht. So wirst du nicht satt und du kannst auch nichts weitergeben. Wichtig ist die Beziehung von uns nach oben. Wie ist deine Beziehung? Wenn die stimmt, wenn die Beziehung steht, dann wird sie auch zwischen deiner Frau und deinem Mann stehen. Das ist das allergrößte Problem. Manchmal in den Seelsorgen, wir reden halbe Stunde, Stunde, 2 Stunden über so Sachen, die gar nicht das Thema sind, gar nicht die Lösung sind. Und dann fragen wir den Bruder, Bruder, wie ist dein Gebetsleben? Wie ist deine stille Zeit? Wie ist deine Beziehung? Auch nicht so gut. Ja, dann brauchen wir gar nicht weiterzureden. Bau erstmal das auf. Fang neu an. Ein Neustart. Ja? Und dann wird auch der Rest stimmen. Was noch ein Hindernis sein kann, warum der Mann die Frau nicht so liebt, wie er sie lieben soll und die Frau sich nicht unterordnet, auch leider sehr oft Sünde. Geheime, versteckte Sünde im Herzen. Ein Doppelleben. Dass der Mann nach Hause kommt, mit der Frau und Kinder wunderbar, aber ein Doppelleben, sein Herz aber ist da draußen, ich weiß nicht an was, jeder hat seine eigene Begierde. Ja? Es muss auch nicht draußen sein, es kann auch innen drin sein, es können, keine Ahnung, es kann sein, dass der Mann heimlich, nachdem die Kinder im Bett sind und die Frau im Bett ist, in sein Büro geht, seinen Laptop aufmacht, sich mit Pornografie beschäftigt. Da muss man sehr aufpassen. Das ist ein sehr, sehr, sehr großes Werkzeug des Satans, was in den Gemeinden leider sehr wenig gesprochen wird. Aber nicht nur der Mann. Wir haben auch Fälle gehabt, wo die Frau nach Jahren, der Mann hat gesagt, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Frau liebt mich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, meine Anwesenheit stört sie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich alles falsch mache. Dann hat sich herausgestellt, dass die Frau jahrelang sich mit Pornografie oder mit irgendwelchen Sachen im Internet beschäftigt hat, ja, wo einfach das Bild, was Christus haben will in der Ehe, so verzerrt haben. Weil Pornografie verzerrt komplett unsere Realität, dass wir ja, einfach von unseren Frauen etwas erwarten, was sie uns nicht geben muss, eigentlich auch kann. Ne? Weil wir haben gesagt, ja, das haben wir dort so gesehen, ja, Internet sagt so und so und du musst auch so sein. Ich habe einen romantischen Film gesehen, der Mann ist total romantisch, der sieht sehr gut aus, mein Mann nicht. Und wenn man jetzt jahrelang irgendwelche Filme schaut, irgendwelche Filme und leider auch bei uns Christen, wir haben das vorhin im Auto gehabt mit unserem Sohn Paulus im Auto, Internet und die Werkzeuge des Satans, ich will nicht jetzt alles verteufeln, es sind auch gute Sachen da, aber Internet, Fernseher, Serien, Filme und so weiter, wenn ich schaue ständig, das verändert mich. Warum? Unsere Kinder werden wie die Eltern. Warum? Weil sie immer auf die Eltern schauen. Sie reden wie die Eltern. Warum? Weil sie 24 Stunden mit den Eltern sind. Die verändern sich, die werden wie die Eltern. Weil sie auf die Eltern schauen. Und Gottes Wort verändert uns auch innerlich, wenn wir auf Gottes Wort schauen. Auch wenn wir auf Christus schauen. Wir werden in sein Bild verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber wenn wir nicht hinschauen, wenn ich das so zumache, ja, wenn ich mich hindrehe und mich mit irgendwelchen Müll beschäftige, dann werde ich wie dieser Müll. Dann werde ich Müll innerlich. Die Veränderung passiert, ob
weltlich oder geistlich durch den Herrn. Das entscheide ich, wo ich mich hindrehe. Zu Gottes Wort, in die Gemeinschaft, in die Beziehung oder Welt. Beides verändern. Also beide verändern. Beide. Ob ich will oder nicht. Viele sagen auch, nein, ich gucke jetzt jeden Tag einen Film. Ist kein Problem, dass das neueste Film jetzt was rausgekommen ist. Rambo 7 oder keine Ahnung, wie die heißen. Das verändert mich nicht. Ist doch nicht schlimm. Ich habe es verdient. Ganze Woche gearbeitet. Ja, wirst du denn dadurch so noch mehr geheiligt irgendwie? Was verändert sich bei dir? Gar nichts. Das verändert mich ins Negative. Und deswegen, die meisten Probleme, was die Beziehung stören, die meisten Probleme, erstes war, die Beziehung nach oben stimmt nicht. Die Beziehung nach oben stimmt nicht. Dann kannst du Wochen, Tage, Jahre lang versuchen, den Balken, der so waagerecht ist, aufzuhängen. Der fällt immer wieder runter. Geht nicht, dann haben wir das Kreuz nicht. Wir brauchen das Kreuz, wir brauchen das Evangelium. Wir brauchen den Herrn Jesus, seine Gnade, seine Güte, was wir am Anfang gelesen haben. Ohne das ist es unmöglich, Gott wohlgefällig zu leben. Die Ehe ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde seine Braut. Erhältst du dieses Bild aufrecht? Wir haben vorhin gelesen, die Frau soll sich unterordnen und Kopf bedecken beim Gebet um Engels willen. Um Engels willen. Die Engel sind hier. Ich sehe sie nicht, aber die sind hier. Und die schauen, ob diese Versammlung ordentlich läuft. Wenn die Versammlung hier ordentlich läuft, dann bekommt wer seine Ehre? Der Leiter? Nein. Gott bekommt seine Ehre durch Unterordnung. Der Mann soll sich Gott unterordnen, seine Frau lieben, die Frau dem Mann unterordnen und so wird Gott verherrlicht. So bekommt der Herr seine Ehre. Erhältst du dieses Bild aufrecht? Und ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich. Es ist unmöglich, Gott so wohl zu gefallen, wie er es will. Es ist unmöglich aus eigener Kraft. Und den Heiligen Geist bekommt man nicht, indem du dich gut benimmst oder krampfhaft versuchst, all die Verse mit Liebe und Unterordnung oder Lieben zu schaffen, so aus eigener Kraft heraus. Das ist unmöglich. Sondern durch erstmal muss ich meinen Zustand vor dem Herrn erkennen. Das ist der allererste Schritt. Ich muss meinen Zustand erkennen. Ja? Erhalte ich dieses Bild Christus und die Gemeinde, wie es in der Ehe gespiegelt wird, erhalte ich das aufrecht oder habe ich da versagt? Ich muss erstmal mich prüfen im Lichte Gottes. Und wer noch nicht den Geist Gottes hat, der Geist Gottes kommt nicht, nachdem ich mich gut benehme oder irgendwelche gute Werke tue oder irgendwie jeden Sonntag in die Versammlung komme oder gut singe oder evangelisieren gehe. Der Geist Gottes kommt durch das Evangelium, durch das Wort Gottes, durch Epheser 1,13, spricht Paulus zu den Gläubigen. Er sagt, ihr habt das Evangelium gehört und geglaubt, und dann ist der Heilige Geist eingezogen, durch das Evangelium. Also erkennen und bekennen den Zustand in Verbindung mit Glauben. Darum sprechen wir immer und immer und immer wieder von echter Wiedergeburt. Wisst ihr, so die ersten Monate, Jahre, wo ich in der Gemeinde war, so, also als Gast, ich habe gesagt, die reden immer über das Gleiche. Immer Wiedergeburt, immer echt sein. Ich so, das ist ja immer das Gleiche. Aber das ist auch das Wichtigste. Das Wichtigste, wenn jemand nicht von oben geboren ist, ist alles vergeblich. Dann ist alles vergeblich. Dann können wir predigen, wie wir wollen, leben, wie wir wollen. Der Geist Gottes muss da sein. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Freiheit von mir selber, von meinem Ego, von meinen Wünschen, ja, von meinem Recht. Ich habe doch Recht gehabt. Da ist Freiheit. Wo der Geist Gottes nicht ist, da ist Gegenteil von Freiheit. Dann ist man Sklave der Sünde und eigenen Ich. Es hört sich alles sehr schwierig an. Aber heute kannst du kommen. Die Tür ist noch offen, die Gnadentür.
120 Jahre war die Tür bei Arche Noah damals offen. 120 Jahre. So viel Geduld hat der Herr gehabt. Und heute ist die Tür immer noch offen. Christus ist unser Retter. Er ist unsere Arche. Er ist unser, der uns ans Ziel bringt. Auch wenn er uns nicht versprochen hat und gesagt hat, du wirst nie Probleme, Stürme in dein Leben haben. Er hat uns versprochen, eine sichere Ankunft. Aber die Gnadentür ist offen. Du musst einsteigen. Du musst zu Christus. Du musst deinen Zustand erkennen. Du musst von oben geboren werden. Der Herr hat alles dafür am Kreuz getan. Heute ist der Tag, wo du dich vielleicht bei deiner Frau entschuldigen musst. Ist das schwer? Wenn es schwer ist, dann hat das mit Stolz zu tun. Wisst ihr, wenn wir uns schämen, uns zu entschuldigen, als der Herr am Kreuz hing, nackt, zwischen Himmel und Erde hing er, in der Luft am Kreuz. Den Balken, wo sie ihn festgenagelt haben, aus einem Baum, hat auch er erschaffen. Er hat sich nicht geschämt für dich. Und ich schäme mich, um Entschuldigung zu sagen zu meiner Frau. Entschuldigung, dass ich das Bild von Christus und seiner Gemeinde in der Ehe nicht so gelebt habe bis jetzt. Vergib mir. Und heute ist der Tag, dass auch die Frau vielleicht sich bei dem Mann entschuldigt und sagt, vergib mir. Ich habe oft versagt. Vergib mir meine Schuld, lass uns neu anfangen. Ich möchte mich dir unterordnen und ich möchte dich unterstützen, ein geistlicher Führer zu sein. Ich möchte eine Stütze sein für dich. Der Mann soll aber auch seine Frau ehren. Ehren. Und nicht versuchen zu herrschen. Wir brauchen das Evangelium. Anders funktioniert das nicht. Ohne das Evangelium, wir kommen nicht weiter. Und wozu das alles? Wozu soll das alles sein? Wozu soll ich durch den Geist Gottes in mir meine Frau lieben? Wozu soll die Frau sich unterordnen? Wozu soll es sichtbar sein? Wozu? In Römer 11, 36 ist die Antwort. Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Zu seiner Ehre. Dass unser Heiland verherrlicht wird. Du hast den Geist Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist. Und nimm es in Anspruch, dass du den Geist Gottes hast. Und der Geist Gottes, der ist wie ein Scheinwerfer, der zeigt auf Christus. Der zeigt auf Christus. Der Geist Gottes ist nicht da, um mich selbst zu verherrlichen. Oder damit zu protzen oder was weiß ich was. Der Geist Gottes ist in dir, damit du und ich unser Leben für Christus leben und damit er seine Ehre bekommt. Amen. Amen.